Nein, es geht hier nicht nur darum, Licht ins Dunkel zu bringen. Eher Farbe ins Spiel. Oder besser, das gesamte Farbenspektrum in die Bildung. Diesem Thema widmete sich die internationale Konferenz Farbe in der Bildung Ende Oktober 2010 in Halle an der Saale. Mit Farbe die Vermittlung von Wissen in der pädagogischen Praxis zu unterstützen, ist ein ganz persönliches Anliegen des Initiators Professor Dr. Axel Büter. Ja, und da gibt es Leute natürlich auch in Kommissionen, die quasi Lehrpläne machen oder Schulbücher machen, die nicht fragen, nicht forschen, nicht wissen, sich also über der Begrenztheit ihres Wissens gar nicht quasi im Klaren sind und sofort Ratschläge haben. Also die Konferenz dient dazu, dass wir allen auch klar machen, wie wenig heute der Einzelne noch weiß in dieser komplexen Welt und wie sehr wir angewiesen sind, uns miteinander zu unterhalten. Also gerade bei so verantwortungsvollen Sachen wie Lehrinhalte zu entwickeln. Die Eröffnung der Konferenz bot den Rahmen für die Verleihung des Karl-Miescher-Preises 2010. Miescher forschte an den Beziehungen der Farben untereinander und ihren Einflüssen auf andere. Mit dem Preis soll die Auseinandersetzung mit Farbe in Theorie und Praxis gefördert werden. Das übrigens ganz im Sinne der Konferenzveranstalter, der Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle, der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und dem Deutschen Farbenzentrum. Ich finde es sehr gesellig. Es ist eine schöne Mischung zwischen, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Also, dass man immer aussuchen kann, wo man hingehen kann, ist eine schöne, abwechslungsreiche Veranstaltung, obwohl einem die Entscheidung immer schwerfällt. Das dreitägige Konferenzprogramm erfasste den Spannungsbogen von den wissenschaftlichen Grundlagen und dem aktuellen Forschungsstand bis hin zu Erfahrungsberichten aus unterschiedlichen pädagogischen Handlungsfeldern. Gegliedert in 18 Fachvorträge und 36 Erfahrungsberichte. Dabei gelang es, den Wissenstransfer und die tatsächliche Gestaltungsarbeit in der Bildungskette transparent zu machen. Was bedeutet das Studium in Hildesheim in Bezug auf Farbdesign, weil es eben einzigartig in Europa ist? Also welche Struktur, welche Gedankenansätze oder welche Kriterien legen wir als akademische Ausbildung zum Thema Farbe zugrunde? Mathematik ist halt schwer. Mathematik ist trocken und ich verstehe es sowieso nicht. Und dann zu versuchen, diese Schülerinnen und Schüler zu erreichen, zum Beispiel eben, indem man sagt, lass uns mal über Farbe in der Mathematik reden. Kann man Mathematik nicht auch ein bisschen bunter machen, um es Schülerinnen und Schülern näher zu bringen? Super Idee, und dann guckt man mal. Das Nahziel war, zu sensibilisieren dafür, dass sogar Psychologie und Gehirnforschung, ich sag mal, harte Daten beitragen können zu einem vermeintlich so was ganz Weichen, wie Farbempfindungen und subjektive Reaktionen auf Farben. Man muss ein Ingenieur der Gefühle werden. Und das ist eigentlich mein Anliegen, wenn ich mit Farbe arbeiten kann. Oder dass ich die feinen Nuancen und die feinen Phänomene von Farbe dann wirklich beobachten kann und nicht einfach so an der Oberfläche stecken bleibe. Viele Menschen beschäftigen sich mit Farbe theoretisch, damit sie sie nicht in die Hand nehmen müssen. Aber bei mir ist es ja so, dass ich davon lebe, dass ich die Farbe in die Hand nehme. Allein über Farbe zu sprechen, bedeutet noch lange nicht, Farbe anwenden zu können. Deshalb wurden 16 praxisorientierte Workshops in die Konferenz integriert. Aber wie sich dem Thema Farbe nähern? Eher naturwissenschaftlich? Oder künstlerisch? Durch das Experimentieren mit Farbe erschlossen sich für die Konferenzteilnehmer ganz eigene Zugänge, Farbe einzusetzen. Wie kann man über die historische Situation von Goethe und Newton hinausgehen? Also was kann man sozusagen vom Standpunkt der modernen Optik, wenn Sie so wollen, zu der Frage sagen, wie hätte Goethe heute experimentiert? Goethe hat Beiträge zur Farbforschung gemacht, die auch aus physikalischer Sicht interessant sind. Und umgekehrt hat Newton auch
Beiträge zur Farbforschung gemacht, die aus physiologischer Sicht interessant sind. Also wir versuchen, das zusammenzubringen und wir hoffen, dass die Leute das Gefühl haben, die Welt muss nicht unbedingt auseinanderdriften, immer in eine Wissenschaft als eine Parallelwelt zu meiner normalen Umwelt und einfach Alltagswelt. Wer wollte bestreiten, dass Farbe und Sinnlichkeit eng zusammenhängen? Die Ausstellung Farbe, Licht und Experiment verdeutlicht im Kontext der Konferenz, wie Menschen unbewusst auf Farbe reagieren. Erstmals öffentlich vorgestellt wurde ein Forschungsprojekt des Farblichtzentrums der Zürcher Hochschule zu einer integrativen Farblichtlehre. Im Prinzip geht es darum, sinnliche Erlebnisse mit Farbe und Licht zu schaffen, also dass jeder das für sich erfährt. Diese Kojen zum Beispiel, da kann man hineingehen, ist man physisch betroffen von diesem Ereignis, hoffe ich. Und dann kann man dasselbe in dieser kleinen Box eben selber machen. Schauen, ja, wie geht das eigentlich? Was passiert da, wenn ich das hell oder dunkel oder simultan Kontrast, Nachbildwirkung, Farbe, Schatten? Und dann kann man, wenn das immer noch zu groß ist, oder, dann kann man die DVD nehmen, reinschieben und kann das in diesem virtuellen Tool machen. Also mein Ziel ist, bei der Ausstellung zu vermitteln, dass Farbe und für Künstler heute durchaus auch ein wissenschaftliches Feld ist, aber dass sie diese wissenschaftlich nicht am Schreibtisch oder im kleinen Labor machen oder rein theoretisch, sondern dass da sehr viel an Empirie, an Recherche, an Experiment drin steckt und das Ganze dann in sehr ästhetische, sehr sinnliche Werke übersetzt wird, die wir jetzt hier zusammengeführt haben für diesen Kongress. Taucht ja auch in der Musik der Begriff Farbe auf, Klangfarbe. Das hat natürlich nichts mit der Farbe im herkömmlichen Sinne zu tun, aber es sind unterschiedliche Färbungen von Klängen und da fand ich es ganz lustig, dass hier so ein altes Möbelstück, nämlich ein Flügel steht, der aber so ganz anders in der Klangfarbe klingt, weil Cage den Flügel eben, wie der Titel schon sagt, vorbereitet hat, also präpariert hat mit Schrauben, mit Radiergummis, sodass ganz andere Klangfarben herauskommen, ganz ungewöhnliche Klangfarben, die man diesem alten Möbelstück Klavier eigentlich gar nicht zutraute. Ohne Farbe geht es nicht. Die richtige Farbe in der richtigen Dosis, im Spannungsfeld zum trüben oder zum leuchtenden Grau. Auch die Farbenwelt stellt die Frage nach Orientierung in der Komplexität immer wieder neu. Dinge, die spannend sind, die komplex sind, die einen überraschen und wo man auch mal sozusagen aussetzt mit dem Kopf und sagt, warum passiert das jetzt? Und das macht neugierig und das führt weiter. Also ich kann das Netzwerk rausziehen, also das ist ganz praktisch, die Kontakte, die Gespräche. Also es hat mir jetzt Lust gemacht, mehr mit Farben zu spielen, also jetzt zum Beispiel mit Pigmenten, vielleicht auch einfach auch mal damit zu arbeiten. Es ist ein ganzer Kosmos an unterschiedlichen Impulsen und Anregungen, die wahrscheinlich erst im Nachklang eine Chance haben, wirklich einsortiert und verarbeitet zu werden. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht nur die Aufgabe haben, auszubilden, also die Studierenden quasi zu informieren und irgendwie zu ertüchtigen für eine wie auch immer geartete Praxis, die wir ja gar nicht beschreiben können, die kann sich schon längst ändern, sondern dass wir eigentlich hier in einem Netzwerk stehen, in einem Dialog stehen, dass die Studierenden quasi ein Teil davon sind, auch jetzt ein Teil der Ausstellung, ein Teil des Kongresses und dass wir Impulse quasi in alle Teile der Bildungslandschaft senden und dass die Kunsthochschule quasi so eine Art von Zentrum wird, was Bildungsprozesse generiert